Nachdem wir die letzte Doku so schön beendet haben, mit diesem geilen Konzert im Kulturzelt, sind wir tatsächlich mit dem lieben Dominik, einem unserer Manager praktisch, in den Artwork-Prozess gegangen. Das war, jeder, der schon mal einen Artwork-Prozess gemacht hat, weiß, was ich jetzt sage, schwierig. Wir hatten eigentlich schon im Sommer oder sogar im Frühjahr letzten Jahres eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie die CD ästhetisch und optisch sein sollte. Das hat Dominik dann genommen und verpackt in ein schönes Cover, für das wir uns entschieden hatten. So nur Pappe, kein Plastik. Außer die CD. Außer die CD. Die ist keine Pappe. Die ist keine Pappe. Und richtig. Marc hat dann mit ziemlich großem Zeitaufwand einen Dankeschönstext entworfen. Wir haben unser Bestes gegeben, da niemanden zu vergessen. Ist natürlich trotzdem passiert. Wenn wir dieses ganze Konzept fahren wollen, eine EP zu machen und kein Album, um nach Möglichkeit jeder Single irgendwie die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie auch braucht, dass man dazu auch ein Musikvideo braucht. Wir hatten relativ früh, wie gesagt, die Idee, dass man eigentlich mit einem Künstler gerne zusammenarbeiten sollte und das mehr als eine Kooperation sieht. Dass der Künstler im Prinzip, also der Videokünstler, die Gelegenheit hat, sich auf unserer Musik kreativ auszutoben. Wir sind total zufrieden mit diesen schönen Videos und eben so zufrieden, dass das finale Artwork wiederum inspiriert war von diesen Videos. Das war irgendwie für uns total spannend, das auch mitzuerleben. Bei der Location-Suche ging es natürlich auch irgendwie drunter und drüber. Wir haben uns auf jeden Fall als Ziel gesetzt, größer zu spielen als unser letztes großes Konzert in Kassel. So, wir waren das letzte Mal im Theaterstübchen und jeder, der die Stadt kennt, weiß, Locations sind mau. Und dann sind wir aufs Top 4 gekommen. Es war einfach ein Ort, wo wir machen konnten, was wir wollten. Danach haben wir gesucht. Das war, sage ich bis heute, der perfekteste Ort für dieses Konzert. Was wir uns noch wünschen können, dass das Top 4 vielleicht als Veranstaltungsort ein bisschen mehr jetzt noch in die öffentliche Wahrnehmung kommt. Weil in der Tat mangelt es irgendwie in Kassel an Veranstaltungsorten, die so eine Größe bedienen. Und das Top 4 ist ein idealer Ort und vielleicht kann da in Zukunft mehr gehen. Wir hoffen, dass wir da vielleicht so ein bisschen eine Tür aufgestoßen haben. Konzert war am Sonntag, am Freitag meinte Tim meinte, er baut am Freitag schon mal auf und lädt ein bisschen ein, Samstag ist komplett Aufbau und Soundcheck und Sonntag ist das Konzert. Dann hieß es Freitagmorgen, hat Claudio geschrieben, hat eine Nachricht von Tim bekommen, er wird sich freuen, wenn wir helfen. Auf einmal kam die Gang von Tim um die Ecke mit so zwei schwarzen Riesentransportern und machen Klappe auf. Es war keine Luft mehr drin, alles voll und da waren halt irgendwie vier Leute plus wir, die da alles aufgebaut haben. Und dann ging es so richtig zack, zack, zack. Ich stand mal dazwischen und hab mal kurz eine Kiste geschoben. Keine mehr. Gerade angefangen, schon am Ende. So, ihr Hasen. Jetzt geht's hier los gleich, ne? Tag 1. Wir haben uns getroffen mit der Laut GmbH, die den ganzen Sound für uns macht, mit dem großartigen Tim hier zum Aufbau. Wir sind heiß wie Scheiß. Das wird gut. Das wird richtig gut morgen. Die Mücket Enterprise, das ist unser Raumschiff jetzt. Das ist echt so. Tschu, 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 tschu. Laser, Laser. Tschu. Ich bin da reingekommen, als alles schon stand und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich da reinkam, weil das war eine riesen Bühne. Da waren Wellenbrecher, das FOH war mit Wellenbrechern umzäunt, also so wie man das normalerweise von großen Konzerten und von Festivals und sowas kennt. Wir sind gerade dabei aufzubauen. Ich sehe die Halle heute hier zum ersten Mal. Ich bin super krass geflasht. Dann guckt ihr das an. Crazy Light Show. Mein riesiges Podest. Das Schlagzeug ist schon so gut wie aufgebaut. Wir waren übrigens nochmal in der Apotheke. Wir sind ja alle krank. Pünktlich, wie es sein soll. Dieses ganze Wochenende war durchgetaktet. Wir selber konnten unseren Soundcheck und eine Durchlaufprobe an dem Samstag machen. Also einen Tag vorm Konzert. Das ist ein Luxus, den wir auch noch nie hatten. Da war es wirklich so, wir kamen am Sonntag dahin. Wir hatten so viel Freizeit, dass wir damit gar nicht umgehen konnten. Und dann sind wir wie die letzten Kröten, sind wir in so ein räudiges Café gekrochen. Scheiße. Und irgendwann sind alle total hektisch aufgesprungen, wieder zwei Stunden zu früh. Dann sind wir da runtergeeiert. Und dann haben wir total spontan eigentlich noch diesen Backstage-Bereich da unten bekommen. Dass wir mit Tim zusammenarbeiten können, ist ein unheimlich großes Privileg. Wir haben Tim kennengelernt 2017 bei einem Sommerfest, Regierungspräsidiumsfest, da haben wir gespielt und die haben
die Technik vor Ort geregelt und da hat Tim den Sound gemacht. Und wir schaffen es, seitdem wir Tim haben, egal wo wir ein Konzert spielen, immer unseren Sound zu haben. Und dass dann sich ausgerechnet diese Person auch dafür entscheidet, mit uns zusammenarbeiten zu wollen, ist ein Sechser am Lotto. In der Woche vorm Release-Konzert war, glaube ich, für alle von uns so die anstrengendste Woche, die wir seit langem hatten, beziehungsweise eigentlich das Wochenende davor, weil vor dem Release-Konzert hatten wir am Wochenende davor in Eschwege noch ein Konzert und mussten dann am nächsten Morgen in Wolfhagen stehen und mit dem lieben Tim eine Durchlaufprobe für unser Konzert machen. Kulturladen Wolfhagen, das war das, wo wir die Durchlaufprobe gemacht haben. Also die Bühnensituation zu üben, das ist halt was man im Proberaum, das kann man nicht simulieren. Und wenn man halt einfach nochmal ein Konzert eine Woche vorher spielt und nochmal irgendwie da in diesem Veranstaltungsort in Wolfhagen steht, sind immer neue Begebenheiten und man kann sich neu drauf einlassen und auch das mitüben und das war super wertvoll. Und dann kam ja noch dieser Sonntag, wo wir uns mit den Bläsern getroffen haben. Das war auch die einzige Bläserprobe, die wir hatten. Weil es ja auch Vollprofis sind. Ja, und das sind halt echt abgewichste Vollprofis. Ja, Fick. Ja. Beim Konzert haben die, ich glaube, das waren die heimlichen Stars am Abend. Wir lieben euch. Stelle nochmal sagen, ganz interessant, also den Tag vor dem Konzert, als wir im Dock 4 unsere General-Generalprobe gemacht haben, da haben wir scheinbar relativ abgekackt. Aber ich meine, wiederum war es gut, weil man sagt ja immer, die Generalprobe muss eigentlich schlecht laufen. Leute, wir müssen richtig viele Fehler bei der Generalprobe machen. Schau, dass nicht so laut ist. Ich glaube, das kriegen wir hin. Geht's ab. Karen, Probe 1. Und dann Durchlaufprobe. Fuck. Ja, irgendwie so. Das fügt sich gleich zusammen. Hört ihr schon was? Yeah. Irgendwie so machen wir das. Ja, wir haben gerade die letzte Durchlaufprobe gemacht, wie es bei einer Generalprobe sein soll. War das scheiße? Wir waren kacke. Ja, aber hat Bock gemacht. Mit den Bläsern bei Karen kommt richtig fett. Also das inspiriert uns richtig, da ordentlich einen abzuötern. Ja, und mit Federico hat irgendwie die Sachen sich selber drauf geschafft, findet seine Einsätze perfekt. Irgendwie zieht das hier richtig profimäßig durch. Vielen Dank, Alter. Geiler Scheiß mit Federico. Fett. Wir haben mehr Gitarren aufgenommen, mehr Melodiesachen oder Hintergrundsachen noch dazugepackt, als wir live umsetzen können zu viert. Wir haben gedacht, das ist unser Release-Konzert. Wir wollen irgendwie probieren, die Lieder so zu präsentieren, wie wir sie wirklich auf Platte haben. Da braucht es einen Gitarristen. Und wer, wenn nicht Federico? So, der ist einfach ein super cooler Typ. Es macht mega Spaß, mit dem zu proben, sich mit dem zu treffen. Es ist total witzig. Abgesehen davon ist er einfach ein total talentierter Musiker, ein mega engagierter Musiker und Gitarrist zur Vorband Kapatult. Ich feiere die Mädels total aus, ich liebe ihre Mucke. Wie authentisch die auf der Bühne sind, sowas habe ich noch nicht so oft gesehen. Und da dachten wir, die holen wir uns mal dazu. Uns war halt einfach total wichtig zu sagen, wir wollen, dass die Leute schon richtig in Stimmung sind. Kapatult heißt diese Band. Spitzentruppe. Die heißt nicht Vorband, die heißt Kapatult. Marc hat vorhin schon bei der CD-Danksagung das kurz angemerkt, dass wir halt einfach mittlerweile, Gott sei Dank, irgendwie ein Riesenteam um uns herum haben. Zur Band gehören eigentlich genau genommen 5, 6, 7, 8, habe ich jetzt richtig gezählt, 8 Leute. Das sind Chris und Dominik, damit sind wir bei 6. Das sind Till, unser Kameramann, voll Meta, weil Till jetzt gerade hinter der Kamera sitzt. Und es ist Tim, von dem wir auch schon gesprochen haben. Und wir versuchen so ein bisschen davon wegzukommen, zu sagen, okay, wir sind die Band, der Kern, und als Peripherie sind da diese drei Leute drumherum, sondern wir wollen eigentlich dahin, dass wir sagen, okay,
Zu diesem vier. Vier? Okay, Entschuldigung, ich kann nicht mehr zählen. Ja, also diese Band sind im Prinzip diese acht oder sieben Leute. Ich habe nicht genau mitgezählt. Acht Leute. Für uns ist jetzt erstmal nächster Punkt auf der Agenda, Konzerte spielen, live spielen ohne Ende und irgendwie die Leute versuchen zu erreichen mit dem, was wir machen und einfach eine größere Base zu kreieren. Verfolgt es online, Website, Social Media, die Termine kommen bald und da sagen wir ganz genau, wann, wie, wo und was. Trotzdem ist es auch weiterhin unser Anspruch und auch fest auf der Agenda, dass wir weiter kreativ bleiben, dass wir neue Ideen kreieren, jeder von uns die einbringen, wir uns darüber Gedanken machen. Also ich freue mich darauf, das irgendwie wahrzunehmen und ohne Druck und ohne Ziel einfach zu sagen, so, ich mach mal wieder was. Wir haben lange damit gehadert, dass das Release-Konzert an einem Sonntag stattfinden würde, weil wir gedacht haben, fuck, wer geht in Kassel an einem Sonntag schon auf ein Konzert von einer lokalen Band? Das Konzert war letztlich ausverkauft. Und ich finde, eine größere Ehre kann man uns nicht zuteil werden lassen. Und das hat uns gezeigt, wie viele Leute es eigentlich hier in Kassel gibt, die uns unterstützen. Und auch dafür wollen wir uns bedanken, dass ihr wirklich rausgekommen seid zu uns und für uns diesen Abend zu dem gemacht habt, was er geworden ist. Weil ohne euch wäre das halt einfach nichts. Also an euch als Publikum und an euch nochmal als unser Team, der Applaus jetzt gehört voll euch. Zugabe! Zugabe!